Seit ziemlich genau einem halben Jahr leben wir alle im monetären Klimawandel, denn zu diesem Zeitpunkt, es war November, hat die Fed klar gemacht, dass die Bekämpfung der Inflation ihre oberste Priorität ist. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis die Märkte das so ein bisschen gerafft haben. Anfang Januar mit dem FOMC-Protokoll, dann das erste Erschrecken. Oh, die meinen es wirklich ernst. Und seitdem ist es ziemlich volatil, mal nach oben, aber vor allem nach unten gegangen. Und die Frage ist nach dem Abverkauf, den wir vor allem bei den Tech-Werten gesehen haben. Ist jetzt der US-Aktienmarkt eigentlich fair bewertet? Ist das jetzt günstig? Sollte man jetzt kaufen? Oder wie ist die Lage eigentlich jetzt, mit der wir es jetzt zu tun haben? Schauen wir uns mal ein paar interessante Zusammenhänge an in diesem Kontext. Zunächst mal die Kurse heute einigermaßen stabil. Vorbörslich ging es runter, die US-Futures im asiatischen Handel tiefer nach schwachen US, nicht nur US, sondern chinesischen Konjunkturdaten. Aber jetzt hat man sich so einigermaßen derappelt wieder, könnte man auf Bayerisch sagen. Dabei sind die Nachrichten schlecht. Goldman Sachs hat die BIP-Prognose für das zweite Quartal runtergenommen, hat auch runtergenommen die Ziele für den S&P 500. Die EU hat heute die Wachstumserwartungen deutlich gesenkt wegen des Ukraine-Kriegs. Wir sehen schwache Daten aus China. Blankfein, der berüchtigte Goldman Sachser, hat vor Rezessionsrisiken gewarnt, hat gesagt, wenn ich jetzt Konsument wäre, offenkundig ist er keiner, dann würde ich mich jetzt wappnen für diese Rezession. Und Bernanke, der ehemalige Fed-Chef, hat vor einer Stagflation gewarnt. Das sind normalerweise Nachrichten, die jetzt nicht so fürchterlich toll sind und die Aktienmärkte irgendwie beschwingen sollten. Aber so richtig Verkaufsdruck kommt heute nicht auf. Und das liegt daran, dass die Märkte eben überverkauft sind. Das sehen wir zum Beispiel auch medial. Wir haben hier mal die News-Artikel, also praktisch Artikel in den Finanzmedien, die das Wort Bear Market erwähnen. Es sind 8200, das ist der zweithöchste Wert ever, den wir derzeit messen. Wir sind ja knapp an diesem Bärenmarkt vorbeigeschrammt beim S&P 500. Minus 19,92% ging es darunter. Der Nasdaq ja um und bei 30% in den Miesen. Was ist der Unterschied zwischen dem Bärenmarkt 2020, Corona-Crash, und heute? Nun, damals sahen wir, dass unglaublich viele Aktien ihr neues 52-Wochen-Tief erreichten, also praktisch ein Tief seit einem Jahr. Das waren im Corona-Crash fast 80% der Aktien. Jetzt waren wir so in der Spitze bei 40%. Tendenz so in letzter Zeit, in den letzten Tagen wieder etwas rückläufig. Also es ist sozusagen nicht ganz so krass schnell gegangen. Es ist nicht ganz so in der Breite gegangen. Aber wir haben eben gesehen, dass die generell unter Druck gekommen waren. Eine Amazon, eine Microsoft, auch eine Apple. Also diese ganzen Schwergewichte, die jahrelang die Märkte oben gehalten hatten. Warum fällt es heute nicht schlichtweg? Weil viele schon verkauft haben. Wir sehen hier NAAIM Number. Das ist die Exposure, die die amerikanischen Vermögensverwalter haben. Also die sind derzeit nicht gerade dick investiert. Die halten Cash, die haben sich verabschiedet vielerlei aus dem Aktienmarkt. Und das ist natürlich für die Bullen keine so schlechte Nachricht, wenn alle schon verkauft haben. Die schlechte Nachricht ist hingegen, dass wir ja seit Jahren massive Zuflüsse in den Aktienmarkt haben. Um circa für jede 100 Dollar, so sagt es Goldman Sachs, die in den letzten Jahren in den Aktienmarkt gesteckt wurden, sind bisher erst 2 Dollar rausgezogen worden. Das heißt, wir haben noch keine Kapitulation gesehen. Ich hatte ja schon mal gesagt, damit wir wirklich irgendwie vielleicht einen Boden erreicht haben, müssten die Indizes mal so 5, 6, 7% fallen, mal so ein richtiger, heftiger Sell-Off, wo man dann sagen könnte, ja okay, das war so ein Panik-Sell-Off, da wird jetzt was rausgeschüttelt. Wir haben jetzt zwischen November und 2020 und April diesen Jahres Inflows nochmal gesehen, also Zuflüsse von 1,34 Billionen Dollar. Das ist mehr als in den 25 Jahren davor insgesamt. Also es ist noch sehr, sehr viel Geld im Markt und das ist das Problem, dass wir vielleicht hier mal wirklich so etwas brauchen, so ein Washout brauchen. Und wir sehen auch, was gegen den Boden spricht, ist auch hier, dass etwa eine Cathie Wood dann einen Wert wie Coinbase nochmal nachkauft, nachdem der massiv abgestürzt war, weil schlichtweg die Erwartungen nicht wohl erfüllbar sind durch diese Krypto-Plattform. Und nach wie vor fließt dann wiederum noch sehr viel Geld in Cathie Wood, also in ihr ARK Innovation. Würden die Leute jetzt wirklich panisch aus der Tür laufen, dann würden alle sagen, ich ziehe meine Gelder ab, aber es wird nach wie vor in solche
halbseidenen Geschäftsmodelle, halbseidenen Anleihenstrategien wie von Cathie Wood investiert, und das zeigt, dass wahrscheinlich der Boden noch nicht erreicht ist. Ich hatte heute Morgen diese Grafik von Michael Silver von Figuring Out Money gepostet, die zeigt, wir hatten jetzt eine Konstellation, was Commodities zu Anleihen betrifft. Steigende Commodities, fallende Anleihen. Gleichzeitig haben wir steigende Utilities in Relation zum S&P 500, also steigende Versorger, steigender defensiver Sektor zum S&P 500. Ungewöhnlich. Normal, wenn Commodities, wenn Rohstoffe steigen, dann ist Optimismus angesagt für die Wirtschaft. Aber jetzt sehen wir, dass eben die defensiven Werte steigen. Irgendwas passt da nicht zusammen. Und diese Konstellation hatten wir zuletzt 1999 vor Platzen der Dotcom-Blase und 2008 vor Platzen der Finanzkrise. Also das vielleicht übergeordnet schon ein Warnsignal. Hier sagt RBC, dass ein Bruch der 3850er Marke im S&P 500, das war ziemlich das Tief, das wir jetzt bei dem letzten Abverkauf gesehen hatten, dass das dann zeigen würde, dass wir vor einer Rezession stehen in den USA. Ja, und da spricht sogar manches dafür, dass wir vor einer Rezession stehen. Wir sehen hier, dass etwa die Credit Conditions sich deutlich verschlechtern, die Kreditkonditionen, und normalerweise folgt der S&P 500, und diese Kreditkonditionen, die sind ziemlich eng korreliert. Diese Kreditkonditionen sind ein Vorläufer, könnte man sagen, ein Frühindikator. Wir haben jetzt schon gesehen, dass der Margin Debt gefallen ist, also praktisch die Hebelung der Investoren nach unten gegangen sind. Tightening Credit Conditions create a more difficult environment for risk assets, also straffere Finanzkonditionen, straffere Kreditbedingungen schaffen eben ein schwieriges Umfeld auch für Risk Assets. Da ist auf jeden Fall was dran. Jetzt kommen wir nochmal zur Konjunktur. Wir haben heute zum Beispiel gesehen, New York Empire State Index. Ich hatte das heute früh versucht zu betonen im Video, ich rechne damit, dass die Daten in den USA schwächer werden, dass damit so ein bisschen das Rezessionsgespenst stärker in den Vordergrund tritt. Und wenn das Rezessionsgespenst in den Vordergrund tritt, dann wird das auch bedeuten, naja, siehst du, wenn die US-Wirtschaft bald in eine Rezession fällt, dann kann die Fed doch die Zinsen nicht so stark anheben. Das könnte die bullische Überlegung sein, die hinter den nächsten Squeeze nach oben, hinter der nächsten Bärenmarkt-Rally steckt. Jedenfalls New York Empire State Index fällt ins Minus. Die Preise sind leicht gefallen, interessanterweise, aber die Delivery Times, die Lieferzeiten, sind weiter angestiegen, also es gibt nach wie vor diese Probleme, aber vielleicht ist jetzt dieser Druck in Sachen Inflation schon weitgehend drin. Man muss sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber jetzt ist eben die entscheidende Frage und auch Titel dieses Videos: Inflation, Fed, sind die Aktien fair bewertet? Und hier sagt von Fidelity Mr. Timmer, und das ist ein sehr intelligenter Gedanke, naja, wenn es jetzt nur um die Geldpolitik geht, wenn es jetzt nur um die Zinsanhebungen geht, nur um die Bilanzreduzierung der Fed geht, dann wäre das okay, dann könnte man sagen, inzwischen mit so einem KGV von 16 und bei wäre der S&P 500 anständig bewertet, nicht mehr zu teuer. Aber, und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie schaut es aus mit den Margen der Unternehmen? Werden die also weniger Geld verdienen, weil die Kosten so hoch sind und sie die Kosten nicht wirklich an die Konsumenten weitergeben können? Dann haben wir ein Bewertungsproblem. Also das ist die Gretchenfrage. Die Zinspolitik könnte so langsam eingepreist sein, aber die nachlassenden Margen, die nachlassenden Gewinne der Unternehmen, eben weil schlichtweg die Konsumenten auch schon kaum mehr in der Lage sind, die überteuerten Preise zu bezahlen. Auf der anderen Seite die Unternehmen gar keine andere Chance haben, als eben diese hohen Kosten auch weiterzugeben. Das wird die entscheidende Gretchenfrage sein. Die Konsumenten jedenfalls, das, was sie angeben, hier zum Beispiel Consumer Sentiment Index der Uni Michigan, sehen wir, das ist eigentlich im freien Fall. Morgen ganz, ganz wichtig, 14.30 Uhr US-Einzelhandelsumsätze. Sollten die schlecht ausfallen, dann wäre das aus meiner Sicht bullisch für die Aktienmärkte, weil das bedeuten würde, die Überlegung nach sich ziehen würde, dann kann die Fed nicht so doll auf die Bremse treten. Wir werden sehen, wie das kommt, aber es spricht vieles dafür, dass die vielleicht doch enttäuschen könnten. Jetzt haben wir heute einige Fed-Speaker gehabt. Williams von der New York Fed. Inflation ist Number One Issue, ist das Nummer Eins hier. Ja, absolute Priorität, und die ist running far too high, die läuft einfach viel zu hoch, persistently so, und das auch noch dauerhaft. 50 Basispunkte Anhebungen bei den nächsten Sitzungen wären okay, so Williams. We can't have this excessive demand go on too long. Wir können diese exzessive Nachfrage nicht auf Dauer so tolerieren, so könnte man es vielleicht übersetzen. Wir müssen die Real Rates back to zero
bringen, also die Realzinsen könnte man sagen, Richtung Null bringen. Und Zero Hedged übersetzt das Ganze: The stonks are damn high, too damn high. Die Aktienmärkte sind noch zu hoch. Also das ist auf jeden Fall derzeit ein Gegenspieler, die Fed, gegen die Märkte. Das ist gar keine Frage. Wir werden es in nächster Zeit viele Fed-Speaker nochmal haben, die sich äußern werden, aber vielleicht hat es der Markt inzwischen ja begriffen. Nicht begriffen hatte die Fed lange Zeit, dass eben die Inflation not so transitory ist. Da wurde heute Bernanke gefragt, naja, war das ein Fehler vielleicht, dass man die Zinsen nicht früher angehoben hat? Und hat er gesagt, naja, der Jerome Powell war schon in meinem Team, war ja Fed-Mitglied 2013 schon, als es Taper Tantrum war. Es war damals so eine Art Wutausbruch, könnte man übersetzen, der Anleihenmärkte, weil die Fed gesagt hat, wir hören jetzt auf mit Quantitative Easing, also mit der ultralaxen Geldpolitik. Und dann sagt er, der Powell wollte verhindern, dass die Märkte geschockt reagieren. Deswegen will er den Märkten so viele Warnungen geben, wie irgendwie möglich. Und das war der Grund, warum die Fed so spät erst die Zinsen angehoben hat. Interessante Perspektive, aber it was a mistake, sagt Bernanke, war also ein Fehler. Und man hat einfach gefürchtet, dass die Märkte schockiert reagieren. Naja, so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob ich diese Erklärung wirklich so nachvollziehen kann oder ob die wirklich glaubhaft ist. Jedenfalls warnte hier nochmal vor Stagflation mit wenig Wachstum und sehr hoher Inflation. Also normalerweise müsste das die Märkte ein bisschen verunsichern, aber heute, wie gesagt, ist das dann eher nicht der Fall. Jetzt schauen wir uns hier mal die Inflationserwartungen an der Analysten. Und jedes Mal denken die Analysten, naja, die Inflation, die kommt bald runter, um dann zu sehen, nö, passiert nicht. Also müssen sie ihre Erwartungen dann im Nachhinein wieder nach oben justieren. Das ist schon sehr, sehr lange der Fall. Auch jetzt wird erwartet, dass die ziemlich deutlich nach unten geht, aber was, wenn nicht, dann kann die Fed nicht so wirklich umsteuern. Und einer der Gründe, oder der Hauptgrund, und das ist eine sehr wichtige Grafik hier von den US-Erzeugerpreisen, warum die Preise nicht runtergehen, das sind eben die Güterpreise, die nach wie vor steigen. Die Dienstleistungspreise sind offenkundig an ihrem Top gelangt, aber nicht die Güterpreise. Und das ist die große Unbekannte. Wenn die Güterpreise nicht fallen, wird die Inflation nicht runterkommen nachhaltig. Andreas Stenolalsen hat heute einen sehr intelligenten Tweet abgesetzt, wie ich finde. In den 2010er Jahren hatten wir keine Güterinflation, aber wir hatten Asset-Inflation, also Aktieninflation und Immobilieninflation, Vermögenspreise. Jetzt haben wir keine Asset-Inflation mehr, aber wir haben Güterinflation, so könnte man das vielleicht übersetzen. Deswegen CPI, also die Verbraucherpreise müssen nach unten, dann wäre das gut für die Risk Assets, also für die Aktienmärkte. Ja, Morgan Stanley sagt dann wiederum, naja, die Valuations sind, die Bewertungen sind jetzt attraktiver geworden und der Markt ist massiv überverkauft. Wir sehen, dass jetzt auch die Anleiherenditen sich stabilisieren, nicht weiter steigen. So könnten wir eine ziemlich heftige Bärenmarkt-Rallye sehen, so sagt es Morgan Stanley, aber wir bleiben confident, bleiben überzeugt, dass der S&P 500 dann noch nicht sein Tief gesehen hat, sondern nochmal auf 3.400 Punkte fallen wird. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Güterpreisinflation. Pardon. Hier sehen wir Oil Prices und Food Inflation. Beides geht relativ in Tandem, also alles sind Güter, Agrarrohstoffe hier, Treibstoff dort, könnte man sagen. In Sri Lanka ist es schon so, da hat der Premierminister gesagt, wir haben kein Benzin mehr, we are out of petrol. Und das zeigt, dass sozusagen Sri Lanka eben nicht mehr in der Lage ist, Öl zu kaufen. Das Öl gibt es ja, aber man kann es nicht mehr kaufen, weil man eben finanziell so schlecht aufgestellt ist. Wir sehen neues Allzeithoch bei den Getreidepreisen heute, neue Ernte über 430 Euro. Also es geht weiter und hört nicht auf und da reagiert jetzt selbst die EZB. Die sagt, es wird ein entscheidendes Meeting geben im Juni, sagt Villeroy, das französische EZB-Mitglied. Und einer der interessanten Punkte ist auch, dass er sagt, ja, wenn der Euro zu schwach ist, dann geht das gegen unser Ziel der Preisstabilität. Also die EZB hat kapiert, ein schwacher Euro heißt Inflationsdruck. Das ist ja geradezu eine Revolution, die da stattfindet. Deswegen bin ich überhaupt nicht der Überzeugung, meine Damen und Herren, dass wir die EZB abschaffen sollten. Es ist eine großartige Institution, aber wir haben dennoch schlechte Daten heute aus China, wirklich auf breitester Front. Retail Sales, Einzelhandelsumsätze, Industrial Output, Manufacturing Output, Electricity Output, also Elektrizität auch zurückgegangen, Crude Steel Output,
All Demand, alles zurückgegangen. Jetzt gibt es erste Anzeichen, dass in Shanghai der Lockdown sich etwas lockert. Das ist vielleicht der Grund auch, warum heute die Märkte da ein bisschen positiver sind, dass man hofft, dass China wieder an den Start geht. Es gibt jetzt Berichte, dass der gute Xi Jinping eine kleine Hirnkrankheit haben könnte. Man hat schon bei manchen Gelegenheiten gesehen, dass er da gestützt werden musste. Das ist so wie ein bisschen wie bei Putin. Man weiß, da ist vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung gesundheitlich, kann aber nicht sagen was. Das ist vielleicht ähnlich wie bei Xi Jinping. Noch ist das also nicht bestätigt, ist nur ein Gerücht, aber wird doch sehr stark herumgereicht, dieser Bericht. Kommen wir nochmal zur Inflation. Wir sehen auch in Deutschland, steigen etwa Großhandelspreise, also Güterpreise könnte man sagen, steigen weiter an, aber die Vermögenspreise steigen nicht mehr an. Das hat heute Flossbach von Storch gezeigt im sogenannten Vermögenspreisindex, dass also jetzt in diesem Quartal die Vermögenspreise in der Summe stagniert haben. Immobilienpreise, werden wir gleich sehen, gehen jetzt noch ein bisschen weiter nach oben. Die Immobilienblase wächst, aber Experten sagen, das ist ein abgeschwächtes Preiswachstum. Und wenn die Zinsen nach oben gehen, die Banken ja deutlich vorsichtiger werden, dann wird das schwierig, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Viele sind ja auch auf Kante genäht mit ihren Krediten, die jetzt ohnehin schwerer zu erlangen sind. Nochmal Andreas Steno Larsen, du kannst entweder nur eine Asset-Inflation haben oder eine Güterpreisinflation haben. Derzeit haben wir eine Güterpreisinflation, was gegen die Asset-Preisinflation spricht, meine Damen und Herren, dass das also dauerhaft der Fall sein kann. Ich werde Ihnen diesen Artikel hier verlinken unter dem Video. Das ist der erste Artikel und der zweite Artikel, den ich Ihnen verlinken will, wenn er denn da ist. Wo ist er? Hier ist er, nämlich Shanghai im Lockdown. Ein Originalbericht, jemand eines Deutschen, der in Shanghai lebte und mal die Stimmung beschreibt, was da los ist, wie man sich da fühlt. Er sagt, es ist wie im Krieg, nicht wie in einer Pandemie. Also das ist der zweite Artikel. Einmal Immobilienblase, einmal China. Und jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.